Was ist das? Es hat 8 Augen, 4 Köpfe und es zieht das Chaos magisch an. Nein, kein Monster, es ist Big Time Rush. Sie sind zurück mit den neuesten, durchgeknalltesten Abenteuern. Sie werden von fiesen Spießern bedroht, haben einen Tiger im Garten und Joe ist wieder zurück. Das alles und noch viel, viel mehr. Nicht verpassen. Big Time Rush, die neuen Folgen. Jeden Freitag um 18.30 Uhr, nur bei Nickelodeon. iCarly ist wieder da und startet mit ihren Freunden voll durch. Verpasse nicht den iCarly-Marathon mit der brandneuen Folge Action mit One Direction. Die Richtung und das Ziel stehen fest. Jede Menge Spaß beim iCarly-Marathon. Heute um 11.30 Uhr, nur bei Nickelodeon. Drake! Josh! Josh, Josh, Josh! Drake! Josh! Drake und Josh, wir sind hier! Ja, genau, Drake Parker und Josh Nichols. Ja! Oh, Drake. Okay, wo liegen Ihre Fähigkeiten? Ich spiele Gitarre und kann knutschen. Hallo, ich heiße Drake und ich habe mich... Nein, ich habe noch nie aufgegeben, bevor ich mich richtig blamiert habe. Es ist peinlich. Verrückt und ausgeflippt. Liebenswert und sensibel. Kunterbunt und chaotisch. Drake und Josh. Drake und Josh. Montag bis Freitag um 15 Uhr. Nur bei Nickelodeon. Victoria Justice lernt eine völlig neue Welt kennen. Die Kids sind alle künstlerisch begabt, kreativ, talentiert und ich bin nur normal. Und der einzige Weg, sich dort anzupassen... Willst du mir sagen, wo Mr. Psychowitz Klassenraum ist? Zweite Tür rechts. Danke. Na, für dich doch alles, Zuckerschnecke. Ist etwas Besonderes zu sein. Ich hab dich auf der Bühne gesehen. Du bist was Besonderes. Du gehörst auf diese Schule. Victorious, die neue Serie. Heute um 19.45 Uhr. Nur auf Nickelodeon. Avatar. Der Herr der Elemente. Aang ist der letzte Luftbändiger, dessen Schicksal es ist, die Welt zu retten. Er ist der Avatar. Seht die ganze Geschichte. An einem Wochenende. Avatar. Am Samstag und Sonntag. Nur bei Nickelodeon. Famose Vorsätze fürs neue Jahr? Ich denke, du solltest darüber nachdenken, weniger nachzudenken und mehr zu arbeiten. Na klar! Bald bin ich ein Star! Im Bikini Bottom beginnt das Jahr aufregend. Mr. Krabs, war das eigentlich legal? Freu dich auf ein schwammtastisches Wochenende mit unserem gelben Freund und einer Menge Katastrophen. Und nein, hat jemand das Gesundheitsamt gerufen? Ja, das ist doch kein Grund zum Heulen, denn das wird einfach... Schwammtastisch. Das SpongeBob-Wochenende, morgen ab 11.45 Uhr, nur bei Nickelodeon.